Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Pokémon Rumble U. Ja, ich hatte es ja angekündigt, dass wieder ein Together folgt mit dem Chris, der natürlich auch wieder neben mir sitzt. Hallo. Diesmal hoffentlich mit einer besseren Soundqualität, weil wir jetzt dasselbe Mikro benutzen. Zudem wird noch meine Freundin mitspielen, die hat aber keine Lust zu reden, deswegen kriegt sie kein Mikro. Ja, wir werden jetzt mal gucken, ob es mit Nunchuck und Wiimote funktioniert. Laut Anleitung schon mal nicht. Ah, und laut Knopf auch nicht. Verdammt. Shit. Dann halt mit dem Daumen zerstörenden ja. Steuerkreuz. Aber ich denke mal, es wird nicht so extrem werden wie in Super Mario Bros. Stimmt, das haben wir auch komplett zugespielt. was kann man zum Spiel sagen? Also es ist letzten Donnerstag rausgekommen. Ich habe es mir aber erst gestern geholt, weil der Chris auch nicht konnte und ich nicht konnte. Deswegen erst heute. Es sind auch schon 3 Passwörter rausgekommen, die werde ich jetzt auch gleich auch eingeben. Die könnt ihr halt auf Twitter etc. holen. Und das Spiel kostet 14,99 glaube ich, aus dem eShop. Und es enthält alle bis jetzt bekannten Pokémon. Also wenn das nicht mal was ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und die NFC-Figuren unterstützt es auch, nur bis jetzt, ich habe bei Amazon geguckt, gibt es gar keine. Ach, Wii U Gamepad. Hol ich das mal? So, ich werde auch in der Videobeschreibung einen Link zu einer Seite geben, wo alle aktuellen Passwörter angezeigt werden. Ist die soweit? Da fehlt ja eine Ziffer. Aha. Siehste? Eine 0 habe ich vergessen. 08, 04, 5, 8, 5. So, das ist nämlich für Bisasam. Das war das erste Passwort. Ja, das muss doch. Ja, das war auf der Homepage angegeben. So. Noch eins? Kann ich direkt weiter eingeben? Ja. Ja, komm. So, jetzt eins, was ich nicht kenne. Samurott heißt es. Müsste dann aus einem der ziemlich neueren Spiele sein. Ja, also wie gesagt, Gold und Silber kenne ich so gerade noch. Ansonsten. Ach, Admurai heißt das hier, okay. Ja. Da sind wir wirklich beide. Also ich habe nur die ersten beiden Generationen wirklich ausgiebig gespielt. Die dritte dann noch. Ich hab's mal durchgespielt, aber... Ja, stimmt, die dritte habe ich auch noch durchgespielt. Das war da, wo der grüne Drache war, oder? Ja. Ja, siehste, das habe ich auch noch gespielt. So. So, weiteres Passwort gibt's im Moment noch nicht. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung ist dann halt so eine Fansite, wo man die ganzen finden kann. Ja, zur Story. Ich kann ja trotzdem schon mal starten. Also ihr habt gesehen, wir sind jetzt so Spielzeug-Pokémon, die halt zurück zum Laden wollen. Ja, und soviel ich weiß, läuft halt alles immer in der Arena ab, wo man dann die ganze Zeit irgendwelche Missionen machen muss, wie töte das Monster, mache dies, mache 50 Pokémon davon kaputt, keine Ahnung. So, ich werde jetzt nicht vorlesen, weil das wirklich nur kleine Texte sind. Und lesen sollte jeder selber können. Ja, und ich kann das auch nicht wegdrücken, außer komplett überspringen, also daher... Schon mal das Gamepad ein bisschen hier im Ding, weil ich glaube, es gab nämlich auch Gamepad-Aktionen. Okay. So Spezialangriffe oder keine Ahnung was. Auch im Multiplayer? Das weiß ich nicht. Ein Einhorn. Hauptsache direkt aggressiv. Hier unten rechts sieht man zum Beispiel besiege den Boss, sammle mindestens 4 Kapseln, damit sind halt Pokebälle gemeint. Und sammle mindestens 5 P. Poke-Dollar, wie hießen die? Die hießen Poke-Dollar, aber es war eigentlich ein anderes Symbol. Ja, dann Poke-Münze. Also die beiden unteren, nehme ich an, sind dann ja optional. Ja. So, und dann da die schwarzen Pokémon im Hintergrund, die kann man bei der Mission alle freischalten. Und links sind halt die Missionen dann. Also weiter hatte ich auch nicht vorgespielt, ich hatte halt nur mal kurz reingeguckt. So. Wie kann ich... Genau, ihr müsst auf Plus teilnehmen drücken. Ah ja. Aha, so, ich bin grün. Genau, drück mal auf Plus. Hahaha, Moment. Jetzt sag mir bitte nicht, dass... Ah, okay. Rot spielt keiner, weil das Wii U Game ist. Ach, so. Können wir auch welche doppelt belegen? Das... denke ich mal. Ah, jetzt sieht... Ah,
Okay, Pikachu hat nur einen Angriff, also diese vier Standard-Monster... Pokémon. Monster, okay, Monster, ja. Diese vier Standard-Pokémon haben halt nur einen Angriff und die hier sind auch unmenschlich stark, wenn man guckt, stärker 1000. Oh ja, oh ja. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die nicht. Wir auf die. Also wir nehmen nur von denen. Und es gibt tatsächlich, habe ich gesehen, ich habe auch mal kurz gekämpft, hier diese Schwächenausnutzung von den Attacken. Ja. Also das Donner gegen Wasser... effektiv ist. Ja, und so weiter. Niemand da. Was hab ich da? Taro ist Aquaknarre. Ah komm, ich nehm das. Floink. Ich will kein Floink. Nehme ich Serpifeu. Ja, ist. Ich habe ja auch grün, nehme ich das Grüne. Zu so. Gelb? Ich weiß nicht, was man da unten auswählen konnte. Keine Ahnung. So, und die Steuerung ist auch ganz simpel. Es gibt nur Steuerkreuz und 2 und 1 für die jeweiligen Attacken. Hm. Wobei wir halt im Moment nur 2 Attacke haben. Ja. Oh, wir haben direkt dieser Samen dazu. Ah, na klasse. Hätte ich das gewusst, hätte ich das doch wieder nicht eingegeben. Hm. Ah, und hier ist direkt eine Kapsel. Ach so, ich wette, dann konnte ich auswählen, welche Pokémon man mal haben wollte. Deshalb ist hier auch am Ufer. Das alles Wasser-Pokémon sind meine Attacken natürlich alle ziemlich effektiv. Ja, ich muss mich erstmal... Wow. Ah, stimmt, wir haben ja nur eine Attacke. Ja, wir haben im Moment nur eine und mehr gibt's auch gar nicht. Oh, Moment. Auf Argwunsch irgendwie ein Salto machen. Das war wahrscheinlich einfach so verschrotten, freuen, was war ich. Resolut. Ich hab keine Ahnung. Da, hier, guck, ich kann mich so drehen und... Ja, das wäre eigentlich total schwer, der Endboss, aber Bisasam ist ja mal so ultra stark. Okay. Okay, also ich werde später die KI selber auswählen. Ja, dann lass die KI Pikachu sein. Ja, genau. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Auf jeden Fall jetzt mal schnell alles aufsammeln. Ja. Da ist die KI richtig doof. Wenn man A macht, freut man sich. Oh, ich strahl Herzchen aus. Und man kann Feuerwerk. Und natürlich auch so wettkampfmäßig. Wer hat was gemacht? Was hast du eigentlich? Du warst. Ich war Serpifeu hier grün. Ah, okay. Meiste Gegner besiegt. Dann warst du Floink, ne? Okay. damit ich nochmal weiß. Ist natürlich schön, dass die, dass der NPC hier auch Erfahrungspunkte kriegt. Ja. So. Und ja, man kriegt direkt ganz viele. Ja gut, und die blauen sind dann halt super geile Pokémon wie Turok und halt dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, das gerade eben angezeigt wurde. In der Kapsel fiel mir erst wieder alles ein. Wir müssen zu Pokémon anzurücken. Ja. Geistesblitz. Natürlich, Gegner wurde sofort geläutert. Mhm. Ja, was macht man als erstes erstmal kaputt hauen? So, jetzt hoffe ich mal in das Wii U Game, wenn es gleich ausgeht, dass nicht das Spiel sagt, nee, das muss anbleiben. So, also die haben wir, wie ihr sehen könnt, die Hälfte der Pokémon noch nicht. Aber ich denke mal, das machen wir nicht. Das können wir irgendwann privat machen. Je nachdem. Wie würde man die denn freischalten? Ich denke mal einfach durch nochmal spielen. Achso, wir haben nicht alle Pokébälle. Ja, da 8 von 15, deswegen denke ich mal so. Ja, okay, in jedem Pokéball, den man sammelt, ist dann ein neues Pokémon. So, besiege den Boss, setze ein Pokémon Mindeststärke 120 ein. Hoffentlich haben wir inzwischen eins. Und ein Geheimnis. Okay, so. Das ist immer wieder neu. Ah, okay. Haben wir einen... Ah, 126. ich habe Bismarck gelesen. So, warte, hier, das Neue ist auch... Hat auch zwei... hat zwei Angriffe. Mystisch. Das Neue, das war gerade das... Hier oben, wo wir beide sind. Ne, die nicht. Das Einhorn, das komische. Ja, hier. Ja. Aber... Zoroark! Ja, aber es ist Ach so, das stark. Ist das eins von den Freigaben, stimmt. Die vorderen sind... Ist gut. Mein Freund, das Einhorn. Ja, nimmt am besten... Ja gut, damit haben wir die eine Bedingung ja schon erfüllt. So, wir nehmen am besten unterschiedliche Typen, oder? So, sie hat Wasserkampf, dann nehme ich mal normal nicht. Normal immer noch nicht. Normal immer noch nicht. Ich weiß nicht, Feuer oder Elektro? Feuer oder Elektro? Ich nehme mal... Du hast kein Normal? Nee, ich nehme mal Elektro. Okay. So, und jetzt wähle ich den nämlich dann ein Normal aus. Scheiße, auch in dem Turtok. So, und ich wähle dann für ihn mal den Bismarck aus. Boah. Ja, den Bismarck-Hund.
Feuertanz. Das hört sich an, als wäre Turtles eine gute Wahl gewesen. Ne, da wurde ja auch ein Glurak angezeigt, verdammt, daran hätte ich natürlich auch weg. So. Oh, ja. Ich glaube, das wird auch kein sehr schweres Spiel sein. Nee. Aber ist halt ganz nett, mal wieder ein Pokémon-Spiel. Wobei Gerüchte... Au, da oben rechts ist ein Pokéball. Ja, holen wir. Wobei Gerüchte halber irgendwie... Oh, Kaffeeheilung, okay. Es soll ja Gerüchte geben, dass tatsächlich ein richtiges Pokémon-Spiel noch in der Mache ist für Wii U. Also da bin ich mal gespannt. Pummelos. Oh mein Gott. Und ein Teddiursa war das. Siehst du, so weit komme ich gar nicht mehr in meinem Kenntnis. Ah, Teddiursa war aber noch Golden-Silber. Echt? Ach, stimmt, doch, doch, das stimmt. Das war Folge von Ursaring. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hoffe, Mew bekommt. Der kleine Bär mit dem Halbmond. Ja. War das nicht auch irgendwie, dass man nur nachts ihn entwickeln konnte? Nee. War bei denen. Ganz viel Glutexus. Ne? Ja, stimmt. Glutexus. Ja, ich glaube, das greift ihr an, bevor er seinen starken Angriff macht. Ich bin verschreckt, ich wurde verschreckt. Boah, fuck, ich bin tot. Tot! Zu Hilfe! Irgendwas kann bei mir jemand machen. Ich renn mal zu dir. Ach so, du musst einfach da stehen bleiben, bis mein Leben voll ist. Ja. Und kriegst Münzen dafür. Gut, danke. Boah. Ja, okay, das ist echt so ein Spiel. Kann man nicht Surfer drücken. Ist schon ziemlich stark, aber es braucht ewig. Interessiert sich noch jemand von uns für die Glutexus? Nein. Schnell heilen dann! Nee. Nix heilen, du. Alles ist kaputt. Ja, aber schnell heilen, bevor jetzt die ganzen Münzen kommen. Oder? Könnt ihr die schnell heilen? So, haben wir? Haben wir? Oh. Ein ja, sehr toll. Ja, okay, daran haben wir halt gedacht. Hey, dann kriegen wir nämlich jetzt Glurak. Oh, oh. So. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wofür wir die Münzen brauchen. Ah, das ist so, man muss stehen bleiben. Das wird dann direkt wieder gekillt und... Hilfreichster Gefährt. Ausweichkünstler, meist Gegner besiegt. Zuerst ausgeteilt. Ja, zuerst eingesteckt. Ja. Boss K.O. geschlagen. Ja, diejenige, die am Anfang gesagt hat, dass sie das Spiel vielleicht nicht kann. Ja. Na, was haben wir da? Tornopto. Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt Glurak. Ja, auch Feuer. Ja, wir haben Glumanda und Glutexo haben wir bekommen, aber... Yeah! Was auch immer das heißen mag. Du stehst ganz oben, bist cool. Ach, du hast Pikachu gespielt? Ja. Ah. Also auch mal Pikachu, du musst das zweite. So. Speicher. Oh. Das war's schon. Okay, es gab nur zwei Missionen da. Dschungelbereich. Sammlung 24 von 649. Oh, hier gibt's drei Missionen. Okay, Stärke ungefähr 200. Wenn die Attacken A und B an. Ach so, okay, für uns Emotes ist es 1 und 2 einfach. Und 5 Kapseln. Okay, das heißt, wir müssen einen mit Doppelattacken holen. Ihr Pflanze, das heißt, ein oder zwei Leute sollen sich auf Feuer. Ja, okay, wo ist das Feuer? Da nehme ich doch direkt mal Tornopto. So, ich nehme... Also gut, du hast schon den mit zwei Angriffen, ne? Ja. Das heißt, du kannst das Feuersturm. Schon... Ja, okay, Delegator ist kein Angriff, aber... Galopp haben wir.